Willkommen in der Sand in the Bay. Heute zeige ich euch O1 Studios erste Figur namens Cell, oder wie Krennic sagen würde. Marvelous! Look! It's Unicron! Die Box ist definitiv ein Blick wert, weil das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist ein sehr interessantes Design. Sehr lustig, wie ich finde. Sie hat auch nicht was abbekommen. Das ist nicht die Schuld von TF Robots. Er hatte uns eine E-Mail geschrieben, allen, die dieses Ding bestellt haben, und sagte, dass die entsprechend schon quasi von Übersee so bei ihm angekommen sind, hat angeboten, dass er quasi Geld zurück, warten, bis eine neue Ladung kommt mit vernünftigen Boxen oder halt diese Box hier nehmen. Und Dennis wollte gerne die Box so, wie sie ist, haben, beziehungsweise legt wahrscheinlich auf die Box einfach keinen Wert. Und vorne haben wir diese lustigen Monster, hinten drauf haben wir ein paar Fotos von der Figur in unterschiedlichen Modi. Ihr seht, da fehlt noch der Kopf, der kam in einer separaten Kiste, da kommen wir gleich noch zu. Ansonsten ist da nicht viel dran. 16 Jahre plus YouTube für euch. Und Studio Cell, Studio oder O1 Studio ist ja eigentlich die Firma und O1 Cell ist die Figur. Und drin ist ein Plastik-Clamshell, von zweiseitiges, nicht weiter zeigenswert. Die Anleitung ist auf den ersten Blick, also sie ist sehr spartanisch gehalten. Auf den ersten Blick sieht sie ganz okay aus. Sie ist allerdings nur mäßig praktikabel, weil sie viele Schritte überspringt, viele Dinge voraussetzt, viele Sachen nicht richtig zeigt, also nicht wirklich gut. Schön dagegen finde ich die kleine Sammelkarte, die sieht quasi genauso aus wie der Karton, nur in klein. Hier haben wir unsere Monsterchen drauf, schöner, stabiler Kunststoff. Hinten die gleichen drei Fotos. Ich denke, als Basis reicht das. Aus der Box heraus müsst ihr erstmal ein paar Sachen montieren. Er ist also etwas komprimiert für den Transport. Und als erstes nehmt ihr, das sind die Waden, also die Rückseite der Beine, klappt hier diese Klappe so ein bisschen an die Seite, zieht die Beine nach unten. Und jetzt habt ihr hier so eine Strebe quasi, die das Ganze hier hinten arretiert. Das macht ihr logischerweise auf beiden Seiten. Klick, klick. Und dann haben wir die Vorderseite. Das ist ein bisschen herausfordernder. Hier haben wir nämlich die Knie. Und auch die sind hier, ne, diese Stifte arretieren das Ganze hier. Und ihr müsst jetzt gucken, das sind doppelte Gelenke hier an der Seite, dass ihr die Dinger da rein fummelt. Parallel müssen die aber auch noch zusammen. Und das ist etwas tricky. Und vor der Kamera ist es nicht einfacher, aber ihr kriegt das hin. Indem ihr hier so ein bisschen schiebt, na, wirst du wohl wollen, zack, und dann das Ganze hier in der Mitte zusammensteckt und dann passt das. Dann habt ihr noch die Füße, die sind auch komprimiert, ne? Klappt ihr hier erstmal den einen Zeh raus und dann vorne die Verlängerung, hinten die Ferse lang und dann hier die Zehen an der Seite und auch das natürlich auf beiden Seiten. Und natürlich müsst ihr auch das Upgrade-Kit noch installieren, damit das Ganze irgendwo Sinn macht. Die kommen tatsächlich in einer separaten Box, zeige ich euch mal ganz kurz. Ne? Also kein Hinweis auf die Firma Armor MB08, ich dachte jetzt, das wäre irgendwas im Fans-Hobby. Armor Toys, also bietet hier dieses Upgrade-Kit an. Es ist marketingtechnisch tatsächlich eine clevere Geschichte. Und wir haben hier einmal die Flügel, das ist relativ simpel. Ihr klappt hier vorne die Spitze raus, ne? Hier habt ihr die die sind hier in der Mitte nochmal zusammengesteckt und dann habt ihr hier oben die Gelenke, könnt das so machen, wie ihr wollt. Und hier habt ihr einen Pin mit einer Ratsche. Und dieses Teil, dafür muss ich die Kamera mal kurz ein bisschen nach oben schieben. Ihr seht, es ist ein Riesenvieh. Ganz kaum erwarten, euch den richtig zu zeigen. Und dann habt ihr hier an der Seite diesen kleinen Dummy-Pin, den zieht ihr einfach raus. Und da steckt ihr euren Flügel dann entsprechend dran. Zack, zack. Und könnt den dann so ausrichten, wie ihr wollt. Macht das auf der anderen Seite genauso. Für den Kopf habt ihr hier oben diesen Kragen. Den zieht ihr auseinander. Ich muss gerade mal gucken. Eine Seite nach oben, eine nach unten. Genau so rum. Und dann habt ihr hier drin diese beiden gelben Klappen. Die dreht ihr raus. Und habt jetzt hier einen Doppelarm. Könnt das Ganze jetzt hier hinten ran schwingen. Die Klappen entsprechend dahinter wieder schließen. Zack, zack. Und dann liegt das hier quasi hinter dem hinteren Teil des Kragens. Das ist ziemlich clever gemacht, wie ich finde. Zack, zack. Die Chips hier entsprechend wieder runter und dann habt ihr hier euren Kragen und das Letzte, was ihr jetzt noch machen müsst, klar, hier ist der Kopf, das ist ein ganz einfacher Steckpin, den dreht ihr da einfach nur in seine Position und dann habt ihr fertig. Und jetzt wollen wir uns die großen Buben mal richtig anschauen. Bevor wir das aber tun, ganz kurzer Blick aufs Zubehör. Ihr habt einmal Austauschplatten, ne? Also diese beiden hier, die sind für die Schultern, ja? Also die könnt ihr hier entsprechend tauschen, müsst ihr den Pin rausdrücken, dafür ist ein kleiner Schraubenzieher dabei. Und könnt die Platten einmal hier tauschen und ihr könnt hier die Platten am Unterarm, ne, oh, da seht ihr, das ist schwer zu handeln, ne, hier die Teile könnt ihr entsprechend auch tauschen und zwar auf innen, auf der Innen- und auf der Außenseite, so wie ihr das wollt. Pin raus, ist in der Beschreibung entsprechend angezeigt. Bekommt ihr dieses Tütchen, da ist einmal drin der besagte Schraubenzieher, Schrägstrich,
Pin-Entferner und dann habt ihr jede Menge Schraubenkörper. Er hat so ein paar offene Stellen, was Schrauben angeht, ne? Hier an der Seite, hier unten an den Beinen und so weiter. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze mit diesen Covern hier verschließen. Und als letztes habt ihr hier dieses Bruce voll mit diesen kleinen Stacheln und Antennen, die könnt ihr hier an den Unterarmen entsprechend verteilen. Also überall an Unicron könnt ihr die entsprechend verteilen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die montiere, weil die Figur ja wie gesagt nicht meine ist und ich nicht weiß, ob ich sie für den Transport wieder abbekomme. Ich werde es mal mit einem Horn versuchen, ob ich das leicht wieder abbekomme. Wenn das geht, dann werde ich ihn voll ausrüsten. Wenn das nicht geht, dann lassen wir den Teil weg. Ich will ja nichts kaputt machen. Und dann wollen wir doch mal einen Blick darauf werfen, was uns O1 Studio hier so beschert hat. Und wir gucken uns jetzt die Details erstmal in diesem Fall Format an. Wir gehen gleich nochmal auf die volle Größe für die Beweglichkeit, für Größenvergleiche und so weiter. Keine Sorge. Und er ist wirklich riesengroß. Das sind meine Hände. Hallo? Wahnsinnsvieh. Super geil. Sieht vom Look richtig gut aus. Sehr, sehr sauber. Schöne Liniendetails zwar hier in den Platten, aber es ist nicht völlig übertrieben. Hier so in diesen kleinen Ecken, so hier in den Unterarmen und so weiter, da hat man dann wirklich sehr liebevoll, sehr viele Details eingearbeitet. Ihr seht, ich habe mich getraut, die Spitzen dran zu machen. Sie gehen recht einfach dran und wieder ab. Und es sind auch noch ein paar Ersatzspitzen mit dabei. Also ne, drei hier, drei da auf beiden Armen, die zwei hier auf der Schulter. Das sind noch nicht die gleichen. Es gibt hier ganz kurze, mittellange und lange. Und hier oben gibt es nochmal andere, die so ein bisschen schräg sind. Die sind für die Schultern dann gedacht. Also nur, falls ihr euch fragt, was da wohin hinkommt, ist nicht ganz selbst erklärt. Und die Anleitung ist da großartig. Keine Hilfe. Aber vom Look her, Hammer. Sieht wirklich total aus wie der Film Unicron. Es ist ein unglaublich schöner Figur geworden. Die Flügel machen ihn natürlich noch mal mächtiger. Ne? Die sind auch sehr detailliert hier gearbeitet. Und wir haben nicht viel Farbe per se auf dem Teil, muss ich sagen. Klar, erstmal sehr, sehr präsent. Die Augen sind in so einem grünen Metallic bemalt. Die haben wohl noch ein Light-Up-Feature. Batterien sind jetzt keine drin. Gucke ich gleich nochmal, ob ich die passenden dazu habe. Ansonsten haben wir hauptsächlich Akzente. Ne? Wir haben hier, das sind alles reine Plastikteile. So ein schöner samtiger matter Kunststoff und dann entsprechend hier bei diesen hellgrauen Platten abgesetzt mit dem Gunmetal hier. Das hier sind silberbemalte Teile mit transparentem Kunststoff oben drüber. Die sind hier nur so eingeklippt. Mir ist zum Beispiel das hier an der Hüfte oder auf der Rückseite, weiß ich nicht mehr genau, ist mir rausgefallen, immer wieder mal. Vielleicht muss man die gegebenenfalls einkleben, weil sie sind nur geklippt. Sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Dann haben wir hier die Akzente, wir haben hier so kleine Ecken, wir haben hier auf den Schultern die Teile. Aber insgesamt ist viel Farbe an ihm nicht dran. Das Grau hier oben am Kopf, bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob das bemalt ist. Ja, aber es sieht so aus. Er ist hauptsächlich gelber und grauer Kunststoff, aber hoppala, was war das? Eine der Antennen, habe ich die nicht richtig eingeklippt? Will ich nicht ausschließen, die Clips sind teilweise etwas eng. Ah, der greift hier oben nicht so hundertprozentig. Egal, unfassbares Ding, wir drehen ihn mal kurz. Oh, ist der schwer. Auf den Rücken, da sieht er quasi genauso aus wie vorne. Er hat auch Bauchmuskeln auf dem Rücken, finde ich etwas seltsam. Ich weiß gar nicht, wie ist das Original-Unicron-Design auch so? Bin ich mir gar nicht sicher. Aber er ist sehr abgeschlossen. Also ihr habt überhaupt keine Hohlräume. Er ist super clean, super clean. Ne, auch die Beine, wenn man sich mal die größte Konkurrenz ist ja der Unicron von Hasbro. Und wenn man sich mal die Beine ins Gedächtnis ruft, dann ist das hier eine unglaublich cleane Geschichte. Hier haben wir noch schöne gelbe Farbakzente, die haben wir auch hier auf der Seite ergänzt um das Gunmetal. Ne, hier oben haben wir ein bisschen Gunmetal in den Schultern. Das sind immer wie mal so kleine Akzente, die das Ganze auflockern. Hier die Hände sind nochmal ein bisschen detaillierter abgesetzt mit dem Gelb hier auf den Knöcheln und hier hinten nochmal das Grau. Die Füße, ne, wir haben unterschiedliche Plastikfarben, wir haben dieses Blau-Grau, wir haben das helle Grau für die Füße, wir haben das Gelb, das Blau-Grau nochmal in einem helleren Farbton. Also er ist schon abwechslungsreich. Sieht sehr, sehr cool aus und ja, nicht übermäßig bemalt ist in diesem Fall, glaube ich, kein großes Problem. Hier noch ein bisschen transluzent. Die Proportionen sind super. Ich nehme jetzt mal die Kamera einfach in die Hand. Wir fahren ihn mal so ein bisschen, wird vielleicht etwas wackelig jetzt, aber fahren ihn mal von oben nach unten ab, dass ihr einen Eindruck bekommt. Und gleich gehe ich dann nochmal auf einen weiteren Bildausschnitt. So sieht er insgesamt aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich sehe gerade hier, die Klappe ist nicht richtig geschlossen. Das muss ich gleich nochmal regeln. Geht mit Sicherheit. Ich habe ihn auch noch nicht transformiert. Also das ist wirklich mein original erster Eindruck, den ihr hier seht. Wahnsinnsfigur. Wahnsinnsfigur. Und das Kranke ist ja, er ist eigentlich immer noch zu klein. Er ist eigentlich immer noch zu klein. Zumindest, wenn jemand Masterpiece sammelt. Aber es gibt ja nicht nur Masterpiece-Sammler da draußen, sondern auch viele, die in anderen Maßstäben unterwegs sind. Und wir gucken jetzt erstmal, was er in Sachen Beweglichkeit sogar. Und dann stellen wir mal verschiedene Größenklassen daneben und schauen mal, wo er am besten reinpasst. Wir fangen an mit dem Kopf. Der kann ein kleines bisschen nach oben gucken. Ist für Unicron aber auch nicht wirklich nötig. Weil gut, wobei, na, was heißt, es ist nicht nötig? Ihr könnt natürlich sagen, wenn ihr so irgendwie eine Szene mit einem Flugzeug oder so machen wollt, dass ihr auch mal nach oben Richtung Flugzeug gucken muss. Ihr kriegt den Kopf aber nicht höher als
als so. Den Blick nach unten könnt ihr, ne, normalerweise geht er auch nur bis hier, das ist ein bisschen schade. Ihr könnt den Kopf aber rausziehen, ne, der ist ja hier nur so eingesteckt und dadurch kriegt ihr ihn dann etwas weiter nach unten, kann man sicherlich machen, dann ist der Sitz halt hier nicht mehr so toll. Wenn er richtig drin steckt, könnt ihr ihn trotzdem vernünftig nach links und rechts neigen, ihr könnt ihn 360 Grad drehen. Die Hörner sind auch beweglich, ne, habt ihr gerade gesehen, die können sich hier so drehen, die könnt ihr hier klappen. Ich vermute aber mal, dass das eher... Also, ne? Saugeil, hinterher für die Transformation eine Rolle spielt. Ist aber auch auf jeden Fall eine Option. Und dann habt ihr noch eine letzte Option. Ihr könnt nämlich hier den Mund öffnen und habt da drinnen dann wirklich sehr schön modellierte, leider nicht bemalte, aber immerhin sehr schön modellierte spitze Zähne. Gibt ihm doch mal so einen echt heftigen Look. Sieht schon krass aus. Doof ist, man kommt dann nicht mehr drunter, um ihn zurückzuklappen. Das heißt, wenn ihr den Mund zurückklappen müsst, müsst ihr den Kopf ein bisschen nach oben ziehen, damit ihr hier an diese Bartspitze kommt und das Ganze wieder schließen könnt. Die Schultern sind ein bisschen tricky. Generell habt ihr überall Ratschen. Es ist alles voll mit Ratschen, macht bei der großen Figur absolut Sinn. Hier ist so eine sanfte Ratsche drin, die geht so bis hier. Ich könnte das jetzt noch weiter drücken, dann springt mir definitiv hier oben das Horn wieder aus der Fassung. Das ist nicht so optimal. Ihr habt allerdings noch ein zweites Gelenk, nämlich dieses hier. Und wenn ihr das alles so in Unison benutzt, jetzt seht ihr gerade, ne, das Horn hier ist umgeklappt, das ist auch eine Option, ihr könnt die einfach wegklappen. Dann fliegen sie euch nicht sofort durch die Gegend, aber sie halten nicht wirklich gut. Und dadurch kriegt ihr den Arm, ah, da war das zweite Horn, naja, fast 90 Grad raus. Ja doch, guck mal, das Gelenk rutscht sogar noch ein bisschen. Also 90 Grad geht, 100%. Ihr könnt also hier das Gelenk in der Höhe verstellen. Zack, und dann kriegt ihr den Arm auch voll raus. Sehr, sehr cool. Interessante Konstruktion, gar keine Frage. Das hier ist ein fettes Diecast-Teil, da passiert also gar nichts mit. Und da braucht ihr euch also keine Gedanken machen. Der Arm rotiert 360 Grad, logischerweise rundherum. Oh Gott, ich komme gar nicht da dran. Beziehungsweise... Ja doch, geht 360 Grad. Muss alles richtig eingestellt sein. Und dann kriegt ihr auch das hin. Den Flügel könnt ihr auch noch so justieren, wie ihr das wollt. Ihr könnt ihn hier drehen. Ihr müsst die Klappe hier müsst ihr festhalten, weil die ist zu locker für, diesen harten Sitz und auch für diese harte Ratsche, die hier drin ist. Könnt ihn aber dann hier entsprechend noch ausrichten, wie ihr wollt. Dass hier eine Ratsche drin ist, finde ich gut. Dadurch fallen dann die Flügel nicht runter. Die wiegen nichts, aber trotzdem. Und ihr könnt auch hier entsprechend das Ganze noch justieren, wie ihr lustig seid. Also mit den Flügeln ist so ziemlich alles möglich. Dann haben wir den Oberarm, der rotiert auch auf einer sanften Ratsche. Ich weiß gar nicht, ob ihr irgendein Gelenk keine Ratsche hat. 360 Grad rundherum, das ist cool. Der Ellenbogen, doppeltes Gelenk, kriegt ihr tatsächlich die volle Reichweite. Sehr, sehr geil, wie ich finde. Muss jetzt gerade mal gucken, hier unten verstellen sich gerade meine Füße so ein bisschen. Ich hasse diese großen Figuren, es ist immer so anstrengend. Dann habt ihr die Hand, auch hier eine Ratsche drauf. Ihr könnt sie hier noch so ein bisschen neigen. Ich weiß nicht, ob das mangelnde Arretierung ist, aber es sieht nicht so aus, weil eigentlich alle Platten da sind, wo sie sollen. Also könnt ihr sie hier noch ein bisschen neigen. Habt die Finger, dafür müssen wir mal ein bisschen verschieben, auf Kugelgelenke. Dadurch könnt ihr sie also spreizen, könnt ihr logischerweise hier auch in sich drehen. Ihr habt dann pro Finger noch jeweils zwei zusätzliche Gelenke, wobei das oberste Fingergelenk schon schwer zu bedienen ist. Achtung, hier ist alles sehr, sehr spitz an der Figur, Finger eingeschlossen. Und dann habt ihr hier den Daumen, der sitzt auch entsprechend hier auf einer Kugel, hat nochmal zwei Gelenke, sodass ihr damit eigentlich auch alles machen könnt. Ich weiß gar nicht, ob die Hand, das Handgelenk noch eine Neigung in sich hat. Nein, also jetzt irgendwie so, ne? Das geht leider nicht. Aber ja, sehr bewegliche und auch gut tolerierte Hand, würde ich mal sagen. Dann... Macht den Horn wieder gerade. Ach, kurz mal den Arm entspannen. Haben wir die Hüfte. Die Hüfte rotiert. Wie sollte es anders sein? Auf einer knallharten Ratsche. 360 Grad rundherum. Überhaupt kein Problem. In Sachen Rumpfbeuge bin ich mir nicht sicher. Doch, kriegt ihr tatsächlich auch. Wahnsinn. Kriegt ihr tatsächlich auch. Und zwar, ich muss gerade mal gucken. Oh. Oh, Leute, das ist krass. Ihr könnt ihn nämlich hier voll auseinanderziehen. Und wirklich extrem weit überbeugen. Wie man das dann stabilisiert, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber die Beweglichkeit ist da. Und ne, ihr seht ja, hier seht ihr das Gelenk. Boah, das könnt ihr wirklich in jede Richtung, wie ihr das wollt. Krass. Sehr, sehr krass. Und funktioniert natürlich auch als Beuge nach hinten. Dann habt ihr hier die Lücke. Optisch nicht schön, aber vielleicht ja. Nutzbar. Sehr, sehr beeindruckend. Dann haben wir hier die Hüftklappen. Jetzt muss ich ihn tatsächlich auch mal festhalten. Ich habe noch nicht gewogen, da bin ich echt gespannt auf das Ergebnis. Voll nach vorne, voll nach hinten, gar kein Thema. Auch ziemlich stabil, muss ich sagen. Irgendwann geht es mal so ein Klick nach unten, aber das ist mehr das Gelenk hier mitten im Oberschenkel. Komme ich gleich zu. Dann haben wir hier, oh, ist die hart. Eieiei. Ratsche nach außen, top, überhaupt nichts zu meckern. Rotation des Oberschenkels.
direkt unterhalb des Gelenks. Sieht sehr, sehr sauber aus. Könnt ihr schön covern hier mit den Klappen, die auch voll rausgehen übrigens. Und dann habt ihr hier noch ein zusätzliches Gelenk im Oberschenkel. Das wird ein Transformationsgelenk sein. Ist ein bisschen sanfter, die Ratsche, als die hier oben. Deswegen bedient man das manchmal aus Versehen. Aber was soll's. Vielleicht braucht man ja diesen zusätzlichen paar Grad auch noch mal irgendwann. Dann haben wir das Knie. Das Knie. Ratsche. Ne, wenn man das jetzt noch mitmacht, so, ja, das Gelenk hält es halt nicht wirklich. Das Knie selber, einfaches Gelenk, 90 Grad. Und hier, guck mal, richtig schön Design hier mit den Schläuchen. Das sieht stark aus. Sogar hier noch ein bisschen Farbe drauf. Cool. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir die Füße. Och, langsam verlässt mich die Kraft, Leute. Erstmal könnt ihr die Zehen, ne, klar, transformationsbedingt hier entsprechend klappen. Kriegt sie aber auch ein ordentliches Stück nach oben. Die Dinger hier sitzen, wenn ich das richtig gesehen habe, einfach auf Kugelgelenken. Das heißt, da ist auch fast alles mit möglich. Hoppala. Und ihr könnt den Fuß ausstellen hier auf diesem Arm. Und zwar so weit, wie ihr das nur wollt, in sich drehen. Könnt ihr den Fuß auch noch. Ihr könnt, wenn das so gestellt ist, kriegt ihr die Ferse, die Füße auch noch ein bisschen weiter nach oben. Vielleicht, naja. Aber komm, da ist alles drin, was man sich wünscht. Und die Toleranzen am Fuß sind absolut großartig. Also die Beweglichkeit von dieser Figur ist sehr, sehr beeindruckend. Es ist ein kleiner Kraftakt, das zu machen, aber es macht riesig Spaß. Gerade entdeckt, falls euch das alles noch nicht reicht, er hat auch noch eine Knierotation, natürlich mit Ratsche. Zum Größenvergleich habe ich mal Blaster dazu geholt. Warum Blaster? Naja, zum einen, weil er im Film drin war und vor allem, weil ich ihn in drei unterschiedlichen Größenkategorien habe. Und da kann man sich mal ein Bild machen. Das ist KFC Transistor, also ungefähr Masterpiece-Größe. Er ist ungefähr Masterpiece 10 bzw. 44 groß. Und da wirkt Unicron definitiv zu klein. Vom Look her, vom Stil passt das gut. Von der Größe her definitiv nicht. Eine Kategorie kleiner haben wir den Unique Toy Sound Mixer. Der ist so, würde ich mal sagen, Voyager Deluxe Größe irgendwo dazwischen. Das sieht schon ein bisschen beeindruckender aus. Passt immer noch nicht ganz. Und hier sind natürlich auch die Stile ein bisschen auseinander. Unicron, sehr klar G1. Und der Soundmixer ist so ein bisschen IDW inspiriert. Und wenig überraschend, der am besten passendste Maßstab natürlich die Legends-Klasse. Nein, hier Magic Squares, wie heißt das? Stereo Master, genau. Und natürlich ist aber, er ist ein verdammter Planet, der müsste noch viel größer sein. Aber das ist schon ganz cool. Also wenn ich mir jetzt hier den Unicron vorstelle mit so einer kleinen Legends-Armee zu seinen Füßen und man macht da eine kleine Schlachtszene draus, kommt das schon ganz gut. Am Ende des Tages glaube ich aber, hier ist die Antenne etwas verbogen, dass dieser Unicron wahrscheinlich als Standalone-Piece irgendwo auf dem Schrank oder in einem einzelnen Fach wahrscheinlich noch am besten kommt, weil jeder Maßstab, den man eigentlich dazu packt, macht ihn kleiner, als er wirken soll. Und damit wir auch die Combiner noch mit drin haben, haben wir hier einmal Mastermind Creations Feral Rex, also einen ungefähr Chuck-großen Predator King und den Zeta Toys Kronos, einen Masterpiece Superion. Gewogen und gemessen kommt er auf unschlagbare 48 cm und 2158 Gramm, also deutlich über 2 Kilo. Was für ein Monster. Für die Verwandlung entfernt ihr als erstes den Kopf und am besten auch die Flügel, weil die werden mit Sicherheit im Laufe der einzelnen Schritte noch im Weg sein. Die sind allerdings bombenfest da drin. Cool, weil sie einem nicht rausploppen, wie diese ganzen kleinen Kackantennen, die man vielleicht auch abmachen sollte. Aber bei der Demontage hier an der Stelle wirklich etwas nervig. Dann machen wir anschließend den Kragen zurück. Ihr könnt ihn hier so ein bisschen ankippen und dann hier erstmal sämtliche Zähne an der Seite lösen. Ne? Da hier die ganzen Antennen sind mittlerweile alle abgefallen. Also die sind wirklich nur zum Display-Zwecken. Bringt das Ganze dann hier auf diesem Doppelarm nach vorne. Macht das auf der Seite genauso. Alles ein bisschen eng und vor allem müsst ihr die Figur dabei so komisch halten. Macht es nicht besser. Schließt das Ganze wie eingangs gesehen von oben nach unten und holt entsprechend jetzt hier auch noch die anderen Zähne allesamt nach draußen. Das wird logischerweise, kommst du da raus, das Maul von Unicron. Das heißt, ob ihr das jetzt so haben wollt oder die Zähne hier alle so in der Mitte geschlossen, ist egal. Die haben halt keinen wirklichen Widerstand, von daher liegen die maximal so lose da drin. Als nächstes öffnet ihr die Brust, die ist vor allem hier an der Seite arretiert und sitzt hier auf so einem Doppelarm. Ihr müsst sie aber eigentlich erstmal nur nach unten an die Seite bewegen, damit ihr Platz bekommt. Und dann zieht ihr, ihr habt hier oben diesen kleinen gelben Hebel, den könnt ihr nutzen, um dieses Plattenteil hier rauszuziehen. Da dran hängt ein Horn, das dreht ihr nach außen und die Spitze entsprechend auch und legt das Ganze jetzt hier erstmal grob in die Richtung und macht das Ganze auf der Rückseite ganz genauso. Anschließend nehmt ihr jetzt die Platte und schwingt sie hier auf diesem Element einmal 90 Grad oben auf die Schulter und habt jetzt dort und hier hinten zwei Haken, wo ihr das Ganze arretiert, zack, zack, und wiederholt das Ganze auch hier
für diese Seite einmal rum auf die Schulter und dann hier das Ganze einhaken. Und die Hörner dreht ihr, so wie das bei Unicorn sein muss, in Richtung des Mauls. Als nächstes müsst ihr jetzt hier den oberen Teil des Torsos von diesem Teil trennen, indem ihr nach oben zieht. Das ist so unfassbar fest. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vor der Kamera hinkriege. Oh Gott. Das ist echt... Ja, jetzt. Das einzig Schöne dabei ist, dass ihr jetzt eine Möglichkeit habt, den Kopf doch noch unterzubringen. Ihr klappt nämlich jetzt einfach die Hörner hier so vors Gesicht, dass sie sich so vom Mund ungefähr treffen. Und dann müsst ihr den Kopf, ne, die Zähne alle hier ganz weit auf und dann den Kopf irgendwie versuchen, hier durchzufummeln. Ist etwas eng, aber passt. Und da müsst ihr leider etwas im Blindflug versuchen, hier unten das Packloch zu treffen. Zack, da war's. Und dann könnt ihr hier das Ganze schließen. Und jetzt liegen die Zähne auch glatt auf. Und dann gibt das einen sauberen Look. Als nächstes nehmt ihr euch den Torso und dreht ihn hier auf diesen Gelenk, was auch bombenfest ist, um 90 Grad an die Seite. Dann nehmt ihr das ganze Hüftschild, zerrt das hier aus der Verankerung. Auch eine ziemlich feste Geschichte. Ihr macht ja eigentlich im Prinzip immer beides auf beiden Seiten gleich. Und dann habt ihr hier die Mitte des Hüftschilds oder die Seite vielmehr und dreht das Ganze jetzt hier zwischen Beinen und Torso um 90 Grad. Das Einfachste ist wahrscheinlich, wenn ihr erst das eine Gelenk bewegt und dann das andere. Finale Ausrichtung in etwa so. Bringt anschließend die Klappe erst hier leicht nach innen und dann auf dem zweiten Gelenk voll runter und zieht sie dann hier 90 Grad gerade. Auf der Innenseite dieser Platte sind dann nochmal zwei weitere, die ihr entsprechend auf allen Seiten nach außen faltet. Nehmt anschließend hier die Hüfte an den beiden Seiten, zieht sie leicht nach vorne und schwingt sie auf dem Doppelarm nach außen. Dann splittet ihr die Beine einmal 90 Grad nach außen und dreht sie. Mal gucken, dass wir das richtige Gelenk erwischen. Aber am inneren Gelenk, also hier, um 180 Grad rundherum. Dreht anschließend die reguläre Oberschenkelrotation 90 Grad hoch und das Knie an diesem Rotationspunkt auf der Ratsche um 180 Grad zurück. Diese Paneele hier löst ihr aus der Verankerung, bringt sie hier auf diesem Arm nach außen und dreht dann die äußeren Klappen an diesem Paneel 180 Grad rum und das viermal, zweimal an jedem Bein. Anschließend bringt ihr die Teile hier, die ihr vor eingangs erst so mühsam in Kleinstarbeit zusammengesteckt hat, auseinander. Das ist gar nicht so einfach, denn sie sind hier arretiert und klemmen hier an der Seite auch nochmal auf diesem Doppelärmchen. Einfach wird es erst dann, wenn ihr eine Seite hinbekommen habt. Das ist hier vor der Kamera fast nicht möglich, weil ich mit einer Hand hier halte, mit der anderen hantiere. Aber ihr seht ungefähr, was ich meine. Einmal. Zweimal. Dann kommen wir zu den Füßen. Als erstes nehmt ihr den gesamten Vorderfuß, klappt den 90 Grad runter und legt die Zehe vorne hier drauf. Und dann habt ihr die Ferse. Das ist clever gemacht, wie ich finde. Ihr drückt diesen Teil hier nach oben und nach außen, löst den zweiten Teil ebenfalls so ein bisschen nach oben, damit ihr diese Platte hier rausdrehen könnt. Die schwingt ihr jetzt hier rund herum und hakt sie jetzt hier mit der Unterseite dort wieder ein, schwingt jetzt das alles zurück. Verbindet das auch hier und dann kriegt ihr nämlich hier diese wunderschöne Ebene und bringt das alles zusammen am Stück hier flach auf den Fuß. Jetzt öffnet ihr hier die Klappe an der Wade komplett einmal nach außen, habt jetzt hier innen drin noch eine zweite Platte drin liegen, die holt ihr hier auf diesem Gelenk raus, dreht sie um 180 Grad rum und arretiert sie mit zwei Stiften entsprechend hier an der Außenwand für die nächste Rundung. Bei dem, was jetzt folgt, habe ich keine Ahnung, ob ich es auf die Kamera kriege. Es ist echt übel. Ihr habt einmal hier dieses Gelenk. Das klappt ihr so 45 Grad weg. Passt auf, dass, aber das ist das erste Problem, das schnappt nämlich gerne zurück. Passt auf, dass diese Dinger hier auch ungefähr so einen 45 Grad Winkel zu dem Bein haben. Und jetzt schiebt ihr das Ganze hier runter, bewegt parallel, und das ist das Schwierige dabei, den Oberschenkel. Der ist nämlich super fest, der muss nach oben. Zack, vielleicht macht ihr das ein bisschen vorher. Schiebt jetzt hier die ganze Nummer nach unten. Ziel ist, und es ist fast schon, ich fühle mir schon albern vor, das auszusprechen, es ist wirklich unfassbar schwer. Das ganze Ding muss hier dran vorbei so nach oben gewinkelt werden, dass hier, ihr seht hier diese Außenpins, ne? Die loggen entsprechend der hier in die Seite, der die in die Seite. Und diese beiden klammern sich da oben dran fest. Und dieser Haken legt sich hier oben an die Lippen quasi. Und das alles zusammenzudrücken, ohne sich, jetzt gerade mein Finger hier eingeklemmt, unfassbar. Das zusammenzubewegen ist ein Geduldsspiel, sondersgleichen. Ihr seht ungefähr, wo es hin muss. Ich kann es euch nicht auf Kamera zeigen, es ist unmöglich. Aber ihr habt eine grobe Vorstellung davon, wie es aussehen sollte.
Ich mache das jetzt abseits der Kamera fertig und zeige euch das Ergebnis. Abseits der Kamera war es dann einigermaßen machbar. Ihr seht, es ist auf beiden Seiten vernünftig eingeklippt, das hier oben ist alles glatt. Also es ist ein Geduldsspiel, überhaupt gar keine Frage, aber es ist machbar, das Material ist auch so gut, dass ihr definitiv die Paneele auch so hin und her schieben und biegen könnt, bis es dann am Ende passt und ungefähr so ausschaut. Anschließend habt ihr hier unten diese Haken, die ihr rausholen müsst. Die sind so unfassbar fest, dass das mit dem Spudger nicht möglich war. Ihr kommt da wirklich nur mit dem Schraubenzieher rum. Klappt die entsprechend raus und jetzt nehmt ihr hier dieses Panel, steckt das dahin, wo es vorher auch war, sodass es dann am Ende hier unten in Richtung dieser Haken springt. Drückt das alles ein bisschen zusammen und arretiert es dann hier mit diesem Haken. Na komm schon, an der Unterseite. Ich habe es doch schon klicken gehört. Ach. Naja, irgendwie so da. Mal was Leichtes zur Abwechslung. Das Panel hier, ne, das ist die ehemalige Wade, zieht ihr raus, dreht es rum und bringt das dann hier auf dem Kugelgelenk nach oben und schließt damit hier diese Oberfläche ab. Es ist jetzt eigentlich hauptsächlich Panel-Forming. Ihr nehmt jetzt als entsprechend dieses Panel hier, bringt das auf dem Doppelarm in die richtige Position und habt hier diese beiden Haken, wo ihr das Ganze dann hier an der Seite verbindet. Macht ihr ebenfalls viermal. Diese Paneele dreht ihr mit der breiten Seite nach oben und müsst sie jetzt einmal hier unten reinstecken und parallel auf der anderen Seite einhaken. Auch das wieder nicht ganz so einfach. Und dann bleiben noch die Bodenpaneele, die dreht ihr hier oben hin und ihr seht schon, wo sie hingehören. Hier oben sind entsprechend diese kleinen Öffnungen, wo ihr die Paneele einklippt. Das ist übrigens auch manchmal nicht ganz einfach, die haben noch so kleine Widerhaken, aber das ist jetzt wirklich die leichteste Übung. Öffnet als nächstes hier die Klappen seitlich am Unterarm, die sind wieder sehr, sehr fest drin. Den Arm hier mal so ein bisschen drehen, dass ich da vernünftig drankomme. Manchmal fahren euch die Klappen auch entgegen, die sind nämlich hier nur so aufgesteckt, um diesen Farbtausch zu ermöglichen. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt gebraucht hätte. Und dann habt ihr hier diese Klappe, dreht sie erstmal hier 90 Grad nach oben, dreht dann hier die Außenteile, passt ein bisschen auf eure kleinen Antennen auf, dreht ihr hier um 180 Grad rund herum und habt jetzt hier diese Klappe. Die Hand, da löst ihr als erstes hier, habt ihr dieses kleine Steg, müsst ihr einklappen, die Hand dann einfach nur den Daumen flach drauf, Finger zusammen, Handrücken nach hinten und dann mit dem Handrücken zuerst hier in diese Öffnung rein. Und diese Klappe bringt ihr jetzt mit dieser Öffnung dort unten auf diesen Steg. Dann müsst ihr ein bisschen drücken, ein bisschen ziehen und dann habt ihr das geschlossen. Als nächstes müsst ihr dieses Panel öffnen. Das ist allerdings hier hinten, ihr seht vielleicht diese kleinen Stifte, da ist das total verkantet. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder nicht. Jedenfalls solltet ihr versuchen, dieses Panel da erstmal drüber zu hieven. Denn sonst werdet ihr mit recht hoher Wahrscheinlichkeit da irgendetwas abbrechen, weil es da schlicht und ergreifend hängen bleibt. Und das ist, ehrlich gesagt, ein ziemlicher Konstruktionsfehler, wenn ich ehrlich bin. Vor allem musst du wirklich aufpassen. Das sind genau die Ecken, wo die Anleitung auch nicht hilft. Die ist übrigens auch richtig schlecht. Das möchte ich nur mal anmerken. Und ja, da kommt ihr nicht wirklich mit weiter. Passt da auf. Klappt hier diese Seitenpaneele raus, löst jetzt hier diese Dinger ebenfalls an der Seite. Bringt das alles hier nach draußen. Jetzt müssen wir gucken, wie weit jetzt der Arm gedreht sein muss. Natürlich entsprechend hier. Und dieses Teil dreht ihr um 180 Grad rum. Das verbindet sich dann entsprechend hier hinten mit. Das klappt ihr runter. Das hat hier so kleine, ne, diese Stege hier, die legen sich dann da entsprechend rein. Und jetzt müsst ihr, ach, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon da dran bin. Ihr habt hier unten, kann man es sehen, das rollt er mir fast noch aus der Hand. Da unten ist eine kleine Öffnung für diesen Pin. Die zwei Teile hier müssen richtig sauber an der Seite liegen, damit der Arm dazwischen passt. Und jetzt nehmt ihr das Panel mal aus dem Weg, dass wir sehen, was wir tun. Den Arm legt den hier irgendwie dazwischen. Man muss natürlich hier oben auch das Gelenk entsprechend sauber nach oben gehen. So. Und dann drücken wir das hier dazwischen und mit den Stiften, hier mit diesen Stiften unter dieses Teilchenteil. Es ist ein Krampf. Das Ding ist der totale Krampf. Ich sag's euch. Also ich kürze es jetzt hier mal bewusst nicht ab, damit ihr mal einfach mal so ein bisschen live mitbekommt, was ich hier tue. Normalerweise mache ich ja immer so schöne Schnitte, damit das alles super sauber sieht. Aber es soll auch nicht so rüberkommen, als wäre das hier alles eine total einfache und total spaßige Geschichte. Es ist eine Vollkatastrophe. Dreht jetzt hier. Hat sich jetzt alles ein bisschen aus der Form gedreht. Jetzt die Paneele noch so, wie sie sollen. Es ist im Prinzip ja recht selbsterklärend, was wohin muss. Aber das auszuführen ist eine Katastrophe. Ihr habt hier einen Stift, der kommt entsprechend da rein. Ihr habt
Lackierstifte, die kommen entsprechend da rein. Ihr habt hier oben die Haken, die kommen hier hin, das dahin. Und dann schiebt ihr das alles zusammen, damit das am Ende so aussieht. Ich mache das abseits der Kamera und dann machen wir noch den Rest. Jetzt hätte ich fast noch vergessen, das Teil raus, runter und dann hier mit diesem kleinen Stachel da das Ganze arretieren. Bleibt noch der Ring für den Planeten und die eine Seite habe ich schon gemacht, die andere zeige ich euch jetzt hier entsprechend nochmal. Ihr habt diese Seite des Flügels und diesen Pin, das drückt ihr da entsprechend drauf. Hier am Ende das Teil winkelt ihr 90 Grad an, das hier ganz genauso und schwingt es dann einmal rum, sodass ihr diesen Halbkreis bekommt. Und dann müsst ihr das hier zusammenhaken. Das habe ich jetzt schon mal versucht vor der Kamera. Das hat nicht so ganz einfach funktioniert, wie ich das gehofft hatte. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Erstmal hier am Ende das Ganze zusammenhaken und dann parallel versuchen, das hier vorne zusammenzudrücken. So. Und dann bastelt ihr euch quasi einmal außen rum. Steckt den Ring hier rein. Steckt den Ring hier rein. Oh, super enger Pack. Und dann machen wir das Ganze hier auf der Seite auch nochmal. Gucken, wie gut oder schlecht das jetzt läuft. Wahrscheinlich wird es nicht anders gehen, als dass wir es schon mal da vorne zusammenbringen. Und dann hier mit, ja, eigentlich geht es nur mit Kraft. Was ich eigentlich nicht will, weil das ist recht dünnes Plastik hier. Vielleicht stelle ich mich auch ungeschickt an. Keine Ahnung. Die Anleitung bei der Figur ist halt offiziell der Teil hier gar nicht dabei. Das ist ja ein firmenfremdes Add-on-Kit. Deswegen gibt die Anleitung dafür auch nichts, ja. Das muss man sich also autodidaktisch oder halt über Videos wie dieses versuchen, selber anzueignen. Und ihr seht, ich kriege es nicht hin, was ich auch versuche, diese zwei Teile hier zusammenzustecken. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also diese Verwandlung geht in die Geschichte ein bei mir. Und das nicht als, dann das nicht im Guten. So, zack, genau aufeinander passen. Jetzt sind die Pins zumindest schon mal zusammen. Jetzt müssen wir es doch nur noch hier oben einhaken. Komm schon, Baby. Werde ich nicht. Oh. Du kannst es abhaken. Du kannst es vergessen. Ich will es aber nicht schon wieder abseits der Kamera machen. Verdammte Axt. Oh. Keine Chance. Nach langem Hin und Her habe ich es dann am Ende doch geschafft. Und hier haben wir den Planetenmodus. Es gäbe jetzt noch ein paar Optionen. Die werde ich euch aus mehreren Gründen allerdings nicht vollende zeigen. Wir haben einmal hier diese Platte, oder ihr habt davon sogar zwei Platten. Die sind für diese nicht. Es gibt ja normalerweise, ich zeige euch das mal kurz auf der Anleitung, normalerweise soll das Ding ja im, transformiert dann so aussehen. Das ist ja alles Hanebüchen, ne? Das ist ja völliger Quatsch. Darum geht es ja überhaupt nicht. Ging ja nur darum, dass man das rechtlich an Hasbro vorbeibekommt. Seien wir nochmal ganz ehrlich. Und dann habt ihr diese Platten, ihr könnt damit, ihr habt hier diesen Mund, ne? Den könnt ihr entweder hier die Zähne öffnen und dann sieht das halt, sieht das so aus. Jetzt sieht man da drin den Kopf, den kann man rausnehmen, klar, aber dann könnte man da auch theoretisch irgendwie was fressen lassen. Oder ihr nehmt halt alternativ diese Platte, die hat hier 1, 2, 3, 4 Pins und da entsprechend 4 Öffnungen. Und dann könnt ihr die da drauf stecken. Das passt leider nicht wirklich gut, also mit sehr, sehr viel Kraft und so, aber ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. So würde es dann aussehen, ist vom Look sicherlich ein bisschen cooler. Und es gibt noch eine zweite Sache, die ihr machen könnt. Und zwar könnt ihr, kriegt ihr zwei von diesen Ständern hier. Die könnt ihr hier vorne draufstecken. Oder hier irgendwie mit einklemmen, glaube ich. Wie war denn das so rum? Und dann habt ihr hier so diesen Sog quasi, ne, wenn, wenn Unicron da irgendwas in sich reinsaugt. Das würde dann irgendwie so aussehen, finde ich ein bisschen, sieht so ein bisschen nach, weiß ich nicht, nach Nut aus, bin ich kein Fan von. Oder ihr könnt das Ding halt alternativ als Ständer hier dann darunter bauen, damit der Planet dann am Ende, ne, einfach hier drauf schwebt. Ich werde das aus einem ganz einfachen Grund nicht machen. Dafür muss ich nämlich wieder dieses Ding hier abziehen und das ist alles so starr und so fest. Ich bin froh, dass ich es jetzt drin habe, um euch das zeigen zu können. Ich werde das Ding nur noch einmal zurückbauen und das war's, weil es ist nicht meiner und am Ende kriege ich doch noch was kaputt. Dann müsst ihr quasi, bevor ihr den Ring da dran stellt, müsst ihr das da durchstülpen. Ne? Die Stange muss entsprechend hier durch und dann habt ihr hier so einen Ständer. Ist ganz nett. Aber reden wir kurz über den Planeten selber. Der ist am Ende einigermaßen abgeschlossen. Der Weg hierhin war Folter. Er sieht dann dafür aber ehrlich gesagt ganz cool aus. Er ist unglaublich schwer. Natürlich wiegt er genauso viel wie vorher, immer noch seine über 2 Kilo. Aber in dieser komprimierten Planetenform kommt es einem noch mal schwerer vor. Weil er hat ungefähr die Größe eines Fußballs. Das kommt schon gut hin, aber er wiegt natürlich deutlich mehr. Schön ist, dass man hier wirklich, ne, die Stacheln, die hier sind alle dran geblieben. Die könnte man natürlich jetzt hier auch wieder rausklappen. Und dann hat man so ein bisschen mehr diesen Unicron-Look. Finde ich ganz geil. Also der sieht schon cool aus, die ganzen Details. Also als Planet geht das schon durch. Auch hier habe ich halt das Problem, dass ich mit der Größe
einfach nicht so richtig anzufangen weiß. Ne, hier haben wir zum Beispiel den Legends Blaster. Gut, den könnte man jetzt hier so reinstopfen, dass er gefuttert wird, aber es passt halt überhaupt nicht. Ne? Also es ist definitiv ein Standalone-Display-Objekt meines Erachtens. Zum Spielen ist auch viel zu kompliziert. Ich finde auch so richtig, die Verwandlung in diesem Modus lohnt sich nicht. Es sieht ganz cool aus. Ich finde den Hasbro-Planeten immer noch besser, zumindest auf Bildern. Aber der Weg dahin ist so ein Krampf, dass ich das nicht empfehlen kann. Und ich weiß auch nicht, das Material fühlt sich zwar insgesamt gut an, aber wie viele Runden der macht, und bevor das erste Mal was kaputt geht, keine Ahnung. Hinweis noch, was mich ein bisschen ärgert hier vorne, ist, diese Spitzen sind so dünn hier vorne, dass sie hier so ein bisschen sich biegen. Das nervt. Immerhin kann man das Ganze hier, dann kann man ihn dann so wirklich greifen lassen. Ihr könnt die ausrichten, wie ihr lustig seid, könnt ganz weit aufmachen. Also ihr habt tatsächlich ein paar Artikulationsoptionen für den Planeten. Alles in allem, denke ich, ist der okay. Ich glaube nicht, dass der Weg dahin sich lohnt. Was den Ständer angeht, habe ich gerade gesehen. Ihr könnt den Planeten auch einfach da drauflegen, müsst ihn ein bisschen ausbalancieren. Dann geht auch das. Also nehmen wir die Kritik mal so halb zurück. Fazit. Die Geschichte hinter der Figur ist definitiv interessant und vielleicht nochmal einen faulen Freitag wäre. Vielleicht mache ich das im Laufe der Woche noch. Wichtig zu wissen ist eigentlich nur, dass O1 Studio, wer auch immer dahinter steckt, hier eine absolut granatenstarke Figur gemacht hat. Und das beziehe ich hauptsächlich auf den Roboter. Der sieht erstmal super geil aus. Der sieht total erstmal aus wie Unicron. G1 Unicron in Reinform und das in einer unfassbaren Größe. Der hat tolle Details, ne? Der hat schöne Linienarbeit, es ist aber nicht vollkommen übertrieben. Der ist rundherum abgeschlossen, die Proportionen sind toll. Es sind tolle Farbakzente drauf, keine großen Flächen in irgendeiner Form, aber genug, dass es spannend und abwechslungsreich aussieht. Und der ist unfassbar beweglich für die Größe. Und das Ganze entsprechend auch ausgestattet mit vernünftigen Gelenken und zusammengebaut aus großartigem Material. Was willst du eigentlich mehr? Das Einzige, was eigentlich wirklich mich nervt, ist die Transformation. Ich habe, glaube ich, fast 1,5 Stunden rumgedoktert an dem Teil. Ihr habt ja jetzt nur die zusammengedampfte Version gesehen. Wobei ich dazu sagen muss, und das ist auch der Grund, warum ich nicht weniger Punkte gegeben habe, beim Zurückbauen war das Ganze schon ein bisschen intuitiver, weil ich dann langsam wusste, was ich zu machen habe. Aber insgesamt viel sehr schwergängig. Und viel wirklich mit Kraft und ja, riesigen Hebeln. Also ohne Werkzeug kommt ihr da eigentlich nicht weiter. Die Transformation ist wirklich nicht schön. Der Planetenmodus ist, denke ich, okay. Der tut, was er soll. Ich finde ihn aber nicht über alle Maßen beeindruckend. Der von Hasbro sieht da deutlich vielversprechender aus. Und insgesamt hat die Figur so ein paar Schwierigkeiten mit, dass Dinge schwer zusammenzustecken sind. Dann halten sie vielleicht nicht vernünftig. Und das ist alles ein bisschen nervig. Er ist nicht ganz billig, ne? Also er kostet ganz locker mal so viel wie ein komplettes Combiner-Set, aber er ist ja auch so groß wie ein Combiner, deswegen kann ich am Ende mit dem Preis irgendwie leben. Und die Präsentation ist mittelmäßig, das Zubehör ist es auch, weil letztlich ist ja die halbe Figur das Zubehör. Alles in allem würde ich sagen, wenn ihr die Figur haben wollt, kann ich sie euch empfehlen. Nicht für den Planetenmodus und ich würde euch auch sagen, transformiert da auch gar nicht erst hin, es lohnt sich nicht. Packt den aus, baut euch den Unicron mit Kopf und Flügeln zusammen und stellt ihn euch schön ins Regal und dann habt ihr eine 1A-Figur. Soweit mein Video-Review zum O1 Studio Cell, auch bekannt als Unicron. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.